Die Sonne lacht, der Frühling kommt und Breisach am Rhein blüht auf. Zahlreiche Touristen sind bereits in der Stadt und schauen sich die vielfältigen Sehenswürdigkeiten an. Ein Anziehungsmagnet ist natürlich das Münster. Die wenigsten werden wissen, dass genau da oben im Mauerwerk noch eine echte Granate aus dem Zweiten Weltkrieg drinsteckt. Aber die ist natürlich entschärft, keine Sorge, da passiert nichts mehr. Die Sanierung des Münsters soll Ende 2010 abgeschlossen sein. Aber neben dem Münster hat Breisach natürlich noch viel, viel mehr zu bieten. Wie wird denn hier in Breisach Europa gelebt? Also Europa ist hier ein wirklich ganz, ganz wichtiges Thema für unsere Europastadt. 1950 haben die Bürgerinnen und Bürger schon in einer fulminanten Testabstimmung sich für ein eines und freies Europa bekannt. Und wir leben diesen Europagedanken hier in Breisach am Rhein ganz bewusst. Wir haben an allen drei Fördertöpfen Interreg bisher teilgenommen. Wir verstehen unsere Raumschaft als gemeinsame Freizeit- und Kulturdestination mit den elsässischen Kollegen und haben da mehrere grenzüberschreitende oder wie wir hier sagen, rheinüberschreitende Projekte umgesetzt. Das würde jetzt wirklich viel zu weit führen, alle aufzuzählen. Nur ein paar Beispiele. Wir haben eine rheinüberschreitende Karte entworfen, rheinüberschreitende Grenzführungen. Wir haben die Infobeststelle, die kostenlose Beratung für Grenzgänger anbietet. Wir haben in Breisach einen deutsch-französischen Kindergarten, eine französische Schule. Also wir verstehen uns wirklich als Europastadt, nicht nur in der Zusammenarbeit mit dem Elsass, mit Frankreich, sondern seit letztem Jahr auch mit einer offiziellen Partnerschaft zu Polen, zu Oświęcim, Auschwitz. Die Finanzkrise ist auch an Breisach nicht spurlos vorbeigegangen. Einige Firmen haben dicht gemacht. Dennoch sehen Sie die Krise als Chance. Woher kommt dieser Optimismus? Also zunächst mal bringt es überhaupt nichts, nur zu jammern und Angst zu haben. Wir haben eine Krise und die war auch in Breisach zum Teil spürbar. Die aktuellen Zahlen sind die, dass um 4% die sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer zurückgegangen sind. Nichtsdestotrotz sind wir einigermaßen stabil, weil wir einen guten Branchenmix in Breisach am Rhein haben und wirklich gute Unternehmer. Die Krise als Chance deshalb, dass man jetzt entsprechend auch nachhaltig und langfristig handeln kann als Stadtverwaltung, sich vielleicht von dem ein oder anderen Liebgewonnenen trennen muss, um fit für die Zukunft zu sein. Im Regionalplan ist Breisach als Schwerpunkt für gewerbliche und industrielle Entwicklung ausgewiesen. Wie erfolgreich ist denn Breisach in der Vermarktung seiner Ansiedlungsflächen? Wir sind bescheiden zufrieden. Ganz zufrieden kann man da nie sein. Also wir würden uns noch mehr Gewerbeansiedlungen natürlich wünschen. Wenn man realistisch draufschaut, hier bei uns in der Wirtschaftsregion Freiburg, ist es so, dass 90-95% der Ansiedlungen aus dem eigenen Bestand und aus einem Kreis von 20 Kilometer herum entstehen. Also will heißen, die vornehmste Aufgabe von Wirtschaftsförderung ist zunächst mal die, die schon in der Stadt sind und die hier in der Stadt und in den Stadtteilen Verantwortung tragen, dass man die auch optimal bedient. Und dass man aus diesem Bestand heraus wächst, das ist bei uns ganz gut gelungen. In unserem Industriegebiet sind mehrere Breisacher Unternehmer, haben vergrößert, sind umgesiedelt. Das läuft ganz, ganz hervorragend. Sie haben angekündigt, dass Sie dieses Jahr Ihren Fokus insbesondere auf die Entwicklung der Breisacher Innenstadt legen wollen. Was gefällt Ihnen denn nicht? Unsere Innenstadt ist bombig. Mir gefällt unsere Innenstadt sehr gut. Natürlich kann man trotzdem vielleicht in kleinen Schritten Verbesserungen erreichen. Das fängt an von einem einheitlichen Auftritt, will heißen einheitliche Blumentöpfe, vielleicht einheitliche Schirme. Das fängt damit an, dass wir noch mehr das Wir-Gefühl stärken. Unsere Innenstadt ist ganz gut aufgestellt, aber in der Konkurrenz mit dem Oberzentrum und mit anderen Städten, denke ich, müssen wir uns weiterentwickeln. Das durch gemeinsame Aktionen, durch gemeinsame Schlagkraft. Und ich hoffe insbesondere, dass die Innenstadt mit der Handreichung der Stadtverwaltung da auch mitzieht. Breisach ist ja nun auch stark vom Tourismus geprägt. Zigtausend Besucher kommen jährlich hierher. Was hat Breisach, was andere Städte nicht haben? Also zunächst mal ist es viel. Breisach hat ein tolles Klima. Gerade jetzt, wenn im Schwarzwald es noch kalt ist und Schnee liegt,
pfeifen bei uns die Vögel und blühen die Blumen. Auch das ist natürlich ein Vorteil. Breisach hat diesen besonderen Charme einer Grenzstadt. Frankreich ist in unmittelbarer Nähe. Breisach hat den Charme, dass es Wasser hat, nämlich der Rhein fließt bei uns durch unsere Stadt, an unserer Stadt vorbei. Wir haben eine sehr, sehr reichhaltige und äußerst interessante Geschichte, die es zu erkunden gibt. Und wir haben eine liebreizende Innenstadt mit Flair, sodass sich ein Besuch in Breisach mit all der guten Gastronomie, die wir haben, mit den Erlebnisangeboten immer lohnt. Breisach ist ja nun auch kulturell sehr vielfältig. Was sind denn so dieses Jahr die Highlights? Wir haben sehr viele Galerien, die sich toll präsentieren. Wir haben natürlich die Festspiele, die weit über die Region hinaus natürlich bekannt sind. Wir haben unsere historische Gauklertage an der Fasen, nur um ein paar Beispiele, ohne andere da vergessen zu wollen, zu nennen. Die besonderen Highlights sind dieses Jahr ein großes Europafest, wo wir eben Jubiläen gedenken und entsprechende Aktionen auch in der Stadt machen. Also Breisach hat natürlich kulturell unheimlich viel zu bieten, auch mit unserem Radbrunnen, der immer wieder ausstellt. Würde mir wünschen, wenn es noch mehr wäre, aber insgesamt sind wir zufrieden mit dem, was Breisach zu bieten hat. Wie sieht es denn aus mit der Altersstruktur hier in Breisach? Also die Bevölkerung ist ja nun eher entweder ganz jung oder dann eher etwas älter. Wie wollen Sie es denn schaffen, da diesen Weggang von, sag jetzt mal, der Generation 20, 25 bis 40 zu verhindern, dass Breisach nicht veraltert? Also zunächst mal ist der Mix ganz gut in Breisach. Wir haben derzeit ein Durchschnittsalter von knapp über 40 Jahren und zählen daher zu einer der jüngeren, wenn nicht zur jüngsten Gemeinde in unserem Landkreis. Gleichwohl wird sich das Bild geändert haben bis in 20 Jahren, da werden wir einer der Älteren sein. Das ist durchaus richtig. Wir haben derzeit ganz guten Zuzug von jungen Menschen, die in Breisach bauen, die in Breisach Wurzel schlagen, die beispielsweise aus dem Oberzentrum kommen und hier in Breisach, weil wir sehr familienfreundlich und sehr preisgünstig Bauland anbieten, dann auch eben bauen und ihre Wurzeln schlagen. Das Thema, wie kann man junge Menschen, die, sage ich mal, ich mache mal ein Beispiel, die studiert haben und dann entsprechend auch einen Arbeitsplatz natürlich suchen wollen, einen besonderen Arbeitsplatz, wie kann man die in Breisach halten? Das ist natürlich, macht sich zuallererst fest am Arbeitsplatz, wo der Arbeitsplatz gesucht wird. Da sind wir dann, was diese Arbeitsplätze angeht, natürlich auch aufs Oberzentrum Freiburg angewiesen und hoffen dann trotzdem, die jungen Menschen für uns begeistern zu können, beispielsweise durch ein optimales ÖPNV-Angebot ans Oberzentrum. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich wünschen für sich und für die Bewohner von Breisach? Für mich und die Bewohner wäre mein vordringlichster Wunsch Gesundheit für jeden persönlich und für die Familie. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich.